In Valencia sind Sissi, Feli und Anna auf Tinderreise. Sissi hat sich in den Spanier Jorge verschaut und wartet darauf, dass er sich heute bei ihr meldet. Feli ist auf einem Date mit David, der bisexuell ist, woran Feli ein bisschen zweifelt. Anna scheint das größte Glück der drei zu haben. Bei ihr spielen die Schmetterlinge im Bauch verrückt, denn sie ist auf ihrem zweiten Date mit Juan. Und bei beiden scheint die Chemie zu stimmen. Sie möchte mit ihm ihren ersten richtigen Kuss haben. Aber die Nervosität steigt. Der hat alles mit, der hat sogar eine Decke mit. Ich habe mich auch noch so gefragt, so hat er jetzt einen Rucksack mitgenommen. Und ja. Fragola. Fragola, si. Si, monsieur. Okay. Oh, not monsieur, Grapes. Okay, it's nice. What else? Cheese. Oh, baguette. No. Oh, no. Baguette. No, it's broken. It's okay. It's better for me. They're all pre-washed. Okay. Are they? Yeah. That's what they said. If we get an infection, okay. I don't think so, but... I hope. This was like the question that I was asking myself right now, but nice that you told me that. All planned out. Thank you. Der ist komplett vorbereitet. Also ich bin einfach überrascht. Er hat alles, er hat Wein, er hat Käse, er hat Fragola, er hat Weintrauben, er hat Decke, er hat einfach alles, sogar dieses Ding zum Aufmachen. Also einfach komplett Respekt. Yeah, I really did prepare because, like I said, it's a special evening, it's a special day, and I want to make it known to her. And do I do this often? Yeah, if I have the opportunity to come prepared, of course, always. Wine, live music, and fruit. Everything is perfect. Everything is perfect. And a new dress. Thank you. Cheers. Nice, you like it? Yeah. It's a little softer. It's sweet also, and I like sweet wine. Me too. Like, I know. I remember. Yeah, you remember. Yesterday you said you hate bitter, and I was like, I hate bitter. Nice. So what's my plan? Definitely keep doing what we're doing, you know, talk, drink some wine. And I think it would be nice to, you know, get closer, maybe have a kiss and just embrace the moment, for sure. In Valencia geht es romantischer zu. Der Wein schmeckt, die mitgebrachten Snacks ebenso. Der Ausblick ist bezaubernd und alles scheint perfekt. Annas Herz bebt vor Neugier und ihre Hände zittern vor Aufregung. Jeder, der schon verliebt war, der kennt diesen magischen Moment, der so zerbrechlich und so schön ist wie ein Schmetterling. So, it's actually getting a bit colder. So, yeah, I don't know. It's cold? Yeah, and mosquitoes and all this stuff. It's it would be a great idea. Good news if I would also. Good news for you. I produce a lot of body heat. You know what I'm saying? If you're cold. Eigentlich war mir gar nicht kalt, weil ich meine, wir sind in Valencia und in Spanien im Sommer kann es gar nicht kalt sein in Spanien. Also da war es natürlich mein Trick. So. When you go back to Vienna, what are you thinking of doing? I don't know, maybe just meeting some friends, and then in 2 days I'll go to my grandmother. Yes, grandmother. Yeah. Do you think you'll miss me? Yeah, maybe. Yeah, it doesn't convince me. Yes, I think I will. If I will be honest, I will. Yeah. And you? Of course, I'll miss you a lot. That's why, like, I have to enjoy the moment, you know? It's cute. I'm so in love with you, and I hope you know. Darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. Look how we go. I want to stay with you until... Ich hab's gemerkt, dass er selber leicht gezittert hat und sein Knie auch leicht gezittert hat. Und eigentlich habe ich auch gezittert. Aber es ist voll normal, weil, ja. The kiss was perfect. It was amazing. It was super dreamy. I really got lost in the moment and I wish I could take it back, you know. But it was perfect. It was amazing.
ich könnte jetzt einfach die Welt umarmen und ich bin so froh, dass ich endlich meinen zweiten Kuss gehabt habe mit der Person, die ich wirklich sehr nett und schön und einfach perfekt finde. Also das war wirklich der schönste Tag bis jetzt. It's beautiful. It's a beautiful day. Yeah. I might not have told you, but I really like your dress. Thank you. I'm joking. I've said it like 5 times. Maybe 6. You did. This is definitely like a super nice moment, but at the same time, it's a super sad moment because she's leaving and like I'm definitely going to miss this so much. So yeah, Vienna. I'm gonna hate the city now. Yeah, but we can change like the Instas and so on, and then we will just write. And maybe if you will come to Vienna one day, just text me, and then we will meet each other. Of course. So I'll be happy to see you again. You have to show me the city. Yeah, definitely. You have to show me your favorite beer spots. I'm joking. No, I won't do it. Your favorite wine spots. Your favorite clubs, maybe. Thank God. There's planes and I can travel, so it's great. We danced the night away, we drank too much, I held your hair back. Der Moment war aber wirklich sehr schön und sehr romantisch und ich glaube, das war der beste Tag, den ich je mit einem Jungen verbracht habe. You can kiss very good, actually. Thank you. Haven't kissed that many girls. Really not? Okay. What? Really not? You didn't? No. Why? I don't know. Okay, it's just a random question, I don't know. Also ich war teilweise geschockt, dass er mir gesagt hat, dass er bis jetzt noch keine Mädels, also nicht so viele geküsst hat, so wie ich. Und dass wir wirklich sehr ähnlich ist. Ach Gott, okay, ich kann nicht mehr denken, dass wir wirklich ziemlich ähnlich sind. You're a great kisser as well. Hm? You're a super good kisser. Really? Okay, I won't say it. You think so? Yes. Okay. I'm not lying. Promise. Der hat gemeint, dass ich gut küssen kann. Es freut mich auf jeden Fall, weil ich wusste nicht, dass ich küssen kann. Jetzt weiß ich's. Und die beiden können nicht genug voneinander bekommen. Könnte man Momente einfrieren und aufheben, wäre es sicher einer von diesen. Bei Feli ist das nicht der Fall. Dennoch versucht sie Spaß zu haben. Nicht einfach für Feli. Sie gibt ihr Bestes. Felisa, are you okay? Yes, of course. What's wrong? Because you are so stiff. Like, no, I'm just listening to you, you know? I have one idea. We can dance. Whoa, yes. Okay. Yes. Okay. So, now? I want to teach you. Okay. This. I have. Okay, there you go. I have. Why are you taking your shirt off? Because for me it's more comfortable, you know. Okay. I cannot be with this. Okay, Felisa. Let it go. Okay. Okay. Stop. Okay, why this is a little bit too much. You know, we were just sitting down and this is. Okay, let it go. This is the bird. Yeah. Okay, yes. First position. I'll just watch, okay? Just watch? Okay. Okay. This. Yes. Turn. This. Wow, okay. Oh my God. You like it? Yes, I like it. Wie gesagt, es geht irgendwie nur um Ballett, um ihn. Keine Ahnung, mich interessiert jetzt gerade nicht so. Maybe if we have more time, she can be with me a little bit different, I think. No, I don't like it. You don't crazy. Like no, it. No, I don't like it. You were just pulling me out of my seat and like but getting why, crazy why and you don't taking like your it? Shirt off. Show me. Like an animal. Like animal. Why? Yes. What are you doing? I thought you were gonna teach me like ballet because or something. Because I'm so hot here, no, with you. What do you wanna do now? I have to be honest. Yeah. I'm sorry, you know, you're really nice. I really like you, you know, but it's just I'm looking for like a partner, you know, like someone I could see more often, and I can't really imagine this with you because I see you more as like a friend
or like as a shopping partner, you know. Yeah. It's not to be like mean, but it's like too feminine for me, you know. I like really masculine guys, so. She say I'm feminist, yes, he's right, so it's okay. We could be friends, we could go shopping or out for coffee, you know. Oh, nothing perfect more. For me. Yes, if, okay, yes, great. For me it's okay. I really love your reaction, okay. Yeah. Perfect. I can understand. We can do the shopping wherever mm-hmm. you want. Yes, perfect. Okay, Felisa, okay. So, thank you so much thank for you everything. For everything, yes. You are so fun. Thank you, you too. Have a good night. You too, good night. Na bitte, ab heute trifft sich David fix wieder mit Männern. Und Feli achtet besser auf die Bio. Naja, egal, vor dem Hotel wartet Sissi auf ihren Jorge, der ihr versprochen hat, sie abzuholen. Aha, okay. Ja, na gut, das erklärt einiges. Anscheinend ist er gerade mit irgendeinen anderen Leuten unterwegs. Ich habe gerade auf Instagram geschaut und er hat Stories gepostet vor ja, einer halben, dreiviertel Stunde, wo halt noch irgendeine andere Eule drauf ist. Ja, keine Ahnung, ich frage mich halt so, was an der jetzt großartig besser sein soll als an mir, weil er weiß, ich fahre morgen und die Zeit hätte er sich eigentlich schon nehmen können. Oder ich weiß ja nicht, ich dachte, er kann mit zwei Frauen auch umgehen, wieso hat er uns nicht beide mitgenommen, ich weiß es ja nicht. Ich stehe jetzt da, wie er bestellt und nicht abholt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was ich machen soll, ob ich dem jetzt noch schreiben soll oder keine Ahnung. Am liebsten denke ich ihm jetzt, also ich glaube, ich schicke ihm jetzt gleich noch ein Foto von mir. Damit er mal sieht, was er verpasst, aber die Eule schaut irgendwie. Was? Hi! Du schaust glasig! Was passiert ist? Was ist passiert? Was glaubst du? Ist es passiert? Ja. Ja? Ja, er hat mich geküsst. Was? Er dich oder ja, was? Ja, nein, er mich. Es ist so cool, den anderen Mädels zu erzählen, so, was alles passiert ist. Das Ganze muss ich auch noch für dich erzählen. Sie wird sich auch sicherlich freuen für mich und auf mich stolz sein, natürlich. Oh, ich bin so happy. Jetzt ist die Nervosität weg. Huh? Weißt du, was ich noch gemacht habe? Was? Ich habe deinen Dick angewendet. Und zwar, ich habe gesagt so, weißt du, mir ist kalt. Und genau, und dann hat er mich einfach so näher an sich gebracht und es hat funktioniert. Ja, sage ich doch, Männer haben diesen Beschützerinstinkt und wenn du den wächst, dann hast du leichtes Spiel. Die Diana ist voll auf Wolke 7, nur am Schwärmen komplett, aber das hat gleich auch wieder so ein bisschen meine Stimmung gehoben, weil die hat mich jetzt einfach angesteckt damit. Das hat man richtig gespürt, dass ihr das ja, gut getan hat. Wie war eigentlich dein Date? Alter, ja, was für Date? Er ist nicht mal gekommen. Hä, wie nicht gekommen? Er ist einfach nicht gekommen. Ich habe gerade vorher noch seine Insta-Story gesehen und er ist einfach mit irgendeiner Art unterwegs. Das zipft mich eh an, aber ehrlich, aber so scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. Jetzt geht es darum, die Freude von Anna zu teilen. Und die sprüht nur vor Glück und muss Feli auch alles erzählen. Wirklich, es ist einfach ein sehr perfekter Moment. Boah, wow, geil. Ich also ich bin wirklich mich. Sehr froh. Das ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich freue mich extrem für dich. Wir haben eh noch geredet beim Shoppen, also das ja, klingt perfekt. Voll. Also es ist so gut ausgegangen. Ich bin voll happy. Also jetzt kann ich sagen, dass die Reise wirklich gelungen ist. Wie war es bei dir? Ja. Ich habe ihn nämlich gerade noch gesehen, bevor ich runtergegangen bin, hast von du? Mir rauchen. Da habe ich gerade im Auto gedacht, der ging mir ungefähr bis hierher. Er ist schwul, er kommt da an. Ja, aber der sieht gar nicht so aus auf den was? Bildern. Was? Ja, auf den Bildern nicht, Anna, das ist, das, nein, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich musste Ballett tanzen, er ist ein Balletttänzer. Ballett? Katastrophe, Leute, Sissi, was war bei dir los? Ich meine, ich wollte gar nicht. Ich will, ohne Witz, ich habe gar keine Lust, drüber zu reden. Ja, ich würde sagen. Ja, ich erzähle sie dann später, weil sie hat es mir Also nächstes Jahr sind wir dann dabei und nächstes Jahr geht es nicht um den ersten Kuss, da geht es dann ums erste Mal. weil da gibt es auch keine Ausreden mehr. Bis dahin bist du... Haben wir dich schon gut gecoacht, also... Ja, habe ich ziemlich viel gelernt. Sieh dich warm an, Anna. Ein Jahr ist viel Zeit zum Lernen. Das stimmt. Ja, machen wir. Finde ich auch. Cheers. Cheers.